Mein Name ist Axel und ich bin der Gründer dieses Kanals hier. Vor einigen Tagen hatte ich die Möglichkeit, hier an Ort und Stelle mit einem sehr guten Bekannten, und zwar Michael Rechner, ein Interview zu führen. Ja, wir sind schon an Teil 3 angekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr Interesse habt, weitere torwartspezifische Videos wöchentlich und monatlich in eurem Feed zu bekommen auf YouTube, dann abonniert den Kanal gerne. Ich freue mich über jeden einzelnen Kritikpunkt, auch über Feedback. Ich wünsche euch viel Spaß auch jetzt mit dem letzten Teil und sage bis bald und bleibt gesund. Das ist das eine. Das andere, was da noch ein bisschen in die Kerbe mit reinschlägt, ist U23-Mannschaften. Ihr in Hoffenheim habt noch eine U23-Mannschaft, also ein U23-Team Regionalliga, meine ich. Es passiert ganz selten, dass sich eine U23 oder eben, wie sie sich dann nennen, die Reservemannschaften in der dritten Liga festbeißen können. Wenn ich jetzt schaue, dass ein Andreas Lute beispielsweise um die 60 Spiele in einer U23 gemacht hat, das ist natürlich auch, wo ich ein bisschen drauf raus will, für einen Torhüter schon essentiell im aktiven Bereich den Schritt von der U19 in der U23 auch Spiele zu machen. Das ist so ein Schritt, der essentiell ist. Und wenn du keine U23 mehr hast, dann verbaust du es schon deinen eigenen Torhütern ein Stück weit, weil aktiven Bereich und U19 ist nochmal ein Unterschied. Oder wie siehst du das? Wie handhabt ihr das in Hoffenheim? Ich sehe das genauso wie du. Die U23 ist essentiell für die Entwicklung nicht nur von jungen Torhütern, sondern von jungen Spielern. Und wir haben ja auch mal eine Studie gemacht in Hoffenheim. Und da kam genau das heraus. Du hast jetzt Lute genannt als Beispiel. Wir haben damals herausgefunden, dass Manuel Neuer 48 Spiele, glaube ich, gemacht hat in der U23, dass ein René Adler sehr viele Spiele gemacht hat in der U23. Dass ein Bernd Leno sehr viele Spiele gemacht hat beim VfB Stuttgart. Und es ist einfach extrem wichtig, dass diese Übergangsphase von der U19 dann eben über die U23 bis in die Bundesliga, dass in dieser Phase der junge Torwart im Tor steht und Spiele macht, Entscheidungen trifft, Fehler macht, aus den Fehlern lernt, dass er natürlich auch im Männerfußball spielt, ja, dass er sich lernt durchzusetzen bei Standardsituationen, bei hohen Bällen. All diese Dinge, da ist es nicht so entscheidend, ob das jetzt in der Regionalliga ist oder ob das dritte Liga ist. Es ist einfach wichtig, dass die Jungs spielen und deswegen kann ich es nicht nachvollziehen, dass viele Vereine diese U23 abmelden. Für uns ist es extrem wichtig und das ist ein gutes Beispiel natürlich auch, wie wichtig dann auch so diese Zusammenarbeit im Club ist und bei uns in den letzten Jahren, ja, da war das nie ein Thema. Auch Alex Rosen ist unser Sportdirektor, ist ein ganz großer Befürworter der U23. Und in Hoffenheim wird es sicherlich nie der Fall sein, dass diese U23 abgemeldet wird, weil sie für unsere Torhüter unglaublich wichtig ist. Ja, also es ist tatsächlich auch ein essentieller Punkt, der in anderen Mannschaften dann einfach flöten geht. Ich glaube, die Eintracht aus Frankfurt hat beispielsweise keine U23 mehr und es lässt sich ja auch fortführen weiter auch in Zweitliga-Clubs, ne, wo vielleicht auch diese Lücke oder der Sprung von U19 Bundesliga in einen Zweitliga-Club oder einen Drittliga-Club gar nicht so groß wäre. Das ist dann ein Stück weit, was Richtung TSG-Akademie geht. Und es ist ja auch nicht nur so, dass in der Akademie bei euch in Hoffenheim gute Torhüter ausgebildet werden. Es ist ja tatsächlich auch so, dass viele Trainer dort ausgebildet werden, die dann ihren nächsten Schritt gehen. Das sind einerseits natürlich die Cheftrainer, andererseits aber auch Torwarttrainer. Ich möchte jetzt einfach mal Dennis Neudam nennen, ja, der gefühlt seit 10 Jahren in Hoffenheim war und jetzt dann den Schritt zum ersten FC Nürnberg geschafft hat. Und da sind noch viel mehr zu nennen wahrscheinlich. Also das ist jetzt ein Beispiel. Was ist denn dein Anspruch für die Ausbildung von Torhüter, Trainer, Talenten, sage ich jetzt einfach mal, auch für die Zukunft? Und wie siehst du die Entwicklung momentan in der Akademie, was die Ausbildung von Trainern auf der Position angeht? Das ist natürlich nicht nur bei den Torwarttrainern so, sondern das ist auch im gesamten Club so. Es gibt auch extrem viele Cheftrainer, die aus der Akademie herausgekommen sind und in der Bundesliga Fuß gefasst haben. Es sind Athletiktrainer, die das geschafft haben. Und es sind auch viele Torwarttrainer, ja, also auch Steffen Krebs oder
Fabian Otte, Marjan Petkovic oder du hast Dennis Neudam angesprochen. Für mich persönlich gibt es natürlich verschiedene Bereiche, die natürlich sehr, sehr wichtig sind. Also ich glaube, über allem steht eine gewisse Leidenschaft für diesen Job. Ja, einen extrem hohen Fleiß, Akribie. Und das haben eigentlich alle mitgebracht. Ja, da wurde nicht auf die Uhr geschaut, sondern es wurde einfach sehr, sehr viel gearbeitet mit den Jungs, mit den Torhütern. Und die haben alle eine unglaubliche Leidenschaft. Ja, es geht immer um die Entwicklung von den Torhütern. Und das ist für mich ein extrem wichtiger Faktor in der Auswahl eines Trainers für unsere Akademie. Also das ist ein Punkt. Natürlich ist die Fachkompetenz sehr, sehr wichtig, aber die versuchen wir natürlich auch in einem Prozess zu entwickeln. Aber um eine gewisse Fachkompetenz zu entwickeln, gehört auch Offenheit dazu. Ja, Offenheit, Dinge anzunehmen, wie jetzt zum Beispiel so ein Thema Kognition. Da waren auch alle Trainer sehr, sehr positiv, was das Thema Offenheit angeht. Für mich ist das Thema Sozialkompetenz sehr, sehr wichtig. Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie wichtig die Zusammenarbeit im Trainerteam ist. Da ist Kommunikation, Kommunikationsfähigkeit ein ganz elementarer Baustein. Ich muss mit den Torhütern kommunizieren, ich muss mit dem Trainerstab kommunizieren, ich muss mit den Vereinsverantwortlichen kommunizieren und dafür brauche ich natürlich auch Sozialkompetenz und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wichtig ist, wenn du hast Dennis Neudam angesprochen, auch ein aktives Einbringen, eigene Ideen einbringen. Es ist definitiv so gewesen, dass wir viele Dinge gemeinsam im Team entwickelt haben, weil die Kollegen einfach sehr eigeninitiativ immer waren und wir immer die TSG Hoffenheim und die Torhüter in den Vordergrund gestellt haben und jetzt nicht den Einzelnen. Und das war extrem positiv. Ja, da ist natürlich auch ein sehr hohes Vertrauen entstanden und wir haben natürlich uns auch immer wieder die Meinung gesagt und wir haben immer versucht, konstruktiv zu diskutieren. Und so haben wir uns auch weiterentwickelt, ja, alle gemeinsam, ja. Und das war extrem, extrem positiv. Und so hat man es geschafft, durch diese enge Zusammenarbeit. Natürlich haben wir diese enge Zusammenarbeit, weil wir regelmäßige Treffen haben. Ja, wir schauen uns regelmäßig die Trainingseinheiten gemeinsam an. Wir analysieren Spielsituationen gemeinsam. Wir entwickeln gemeinsame Trainingsformen. Wir diskutieren die Entwicklung der Jungs. Ja, wir besprechen eine Kaderplanung gemeinsam und stellen sie dem Club vor. Und dadurch entsteht eine gemeinsam entwickelte Konzeption. Dadurch entsteht dieser rote Faden. Und dadurch entwickelt sich natürlich jeder einzelne Trainer, nicht nur die Torwarttrainer der Akademie, auch ich selbst profitiere natürlich extrem von der hohen Qualität an Torwarttrainern, nicht nur in der Vergangenheit. Ich habe jetzt ein paar aufgezählt, die im Profibereich jetzt sind, sondern auch von den aktuellen Torwarttrainern, die wir haben, die auch ja, auf der einen Seite sehr, sehr hohe Qualität haben, auf der anderen Seite, da bin ich mir sicher, der eine oder andere auch im Profibereich landen wird in den nächsten Jahren. Ich habe eine Frage im Vorfeld bekommen und ich haue sie jetzt einfach mal so direkt so dreist raus. Viele wünschen sich das ja, das ist eines vielleicht jungen Torwarttrainers Traum, mal in der Akademie zu landen, in dem Nachwuchsleistungszentrum. Wie ist denn da der Auswahlprozess? Wo kommen da die Leute her oder wo kommen da die Jungs her, die ihr dann tatsächlich ins Nachwuchsleistungszentrum mit reinpackt oder umgekehrt gesagt, was muss ich tun, ich Axel, was muss ich tun, dass ich einen Anruf bekomme von der TSG Hoffenheim und die sagen, ihr wollt dich als Torwarttrainer haben. Also habt ihr da so eine Art Profil oder wie läuft es? Ja, wir haben natürlich ein Profil. Ich habe es so ein bisschen kurz angerissen. Persönlichkeitsprofil, also Leidenschaft, Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Offenheit, das sind natürlich Dinge, die die Torwarttrainer mitbringen müssen. Am Ende sind natürlich oft auch
Kleinigkeiten. Also zum Beispiel jetzt ein Alex Stolz, da war es so, dass er bei uns natürlich, ich habe 5 Jahre mit ihm gearbeitet als Torwart und ich habe ihn natürlich sehr, sehr gut kennengelernt als Mensch und als Torwart. Und deswegen war relativ früh klar, auch schon 2017, 2018, dass er perfekt geeignet ist dafür, dass er Torwarttrainer wird. Und eigentlich war er vorgesehen für die Stelle U14/U15 als Torwarttrainer und er sollte dann eigentlich, als er bei den Profis ausgeschieden ist, in der U23 eine Führungsrolle übernehmen, quasi eine Art Trainingstorwart sein und die jungen Torhüter heranführen und parallel in der U14/U15 Torwarttrainer sein. Und dann kam das kurzfristige Angebot für Dennis Neudam aus Nürnberg. Und wir mussten dann ja einen Torwarttrainer finden für die U23. Und dann kamen sehr, sehr viele ja, Bewerbungen rein. Das wird ja dann auch öffentlich. Auch sehr, sehr gute Torwarttrainer, die aus dem Profibereich kamen, aus den Akademien von anderen Bundesligisten kamen, auch aus dem Ausland kamen. Da waren wirklich sehr, sehr gute dabei, aber wir haben uns einfach damals bewusst für Alex entschieden, weil er natürlich auch unsere Philosophie sehr, sehr gut kennt. Also das ist das Thema Alex Stolz. Bei Dennis Neudam war es so, dass er bei uns ja, Praktikant war, dass er am Anfang auch im Bereich Videoanalyse was gemacht hat und dass er ganz unten begonnen hat in der U12, U13. Und er sich dann einfach hochgearbeitet hat. Und bei ihm hat man einfach schon sehr, sehr früh gesehen, dass er diese ganzen Dinge mitbringt. Ja. In der Videoanalyse war er extrem fleißig schon. Er war natürlich selbst Torwart und hat dann diese Affinität auch gehabt zum Torwarttraining. Und dann haben wir ihn einfach starten lassen im unteren Bereich U12, U13. Und dann hat er einfach ja, als Trainer sehr, sehr gut performt. Also bei Dennis war das dann so Zufall quasi, weil er als Praktikant schon bei uns war. Und so, ja, ist es im Prinzip bei jedem Trainer eine andere Geschichte. Lukas Boes kam von einem Partnerverein von Astoria Waldorf von uns. Der wurde uns tatsächlich auch empfohlen, ja, dass es ein Trainertalent ist. Dann war er auch bei uns im Probetraining als Torwart, als Trainingstorwart für die U23 und hat sich damals in einigen Trainingseinheiten vorgestellt. Dann haben wir ihn natürlich als Typ kennengelernt, als Torwart kennengelernt. Dann kam diese Empfehlung als Trainer. Dann haben wir uns mit ihm intensiver auseinandergesetzt. Und dann haben wir entschieden, okay, das kann ein Kandidat sein für unsere U14, U15. Also es sind ganz unterschiedliche Prozesse gewesen, wie dann jemand bei uns in der Akademie Trainer wurde. Und deswegen glaube ich, gibt es nicht den einen Weg, sondern ich glaube, dass jeder am Ende irgendwo die Möglichkeit hat. Und es muss dann natürlich auch so im richtigen Moment die Tür aufgehen und dann ist es, glaube ich, in jedem Falle möglich. Ich notiere mir also, ich muss öfter auf der Homepage von Hoffenheim vorbeischauen und schauen, ob was ausgeschrieben ist. als Beispiel, nee, aber es ist natürlich interessant, weil man kennt natürlich, wie bei Dennis, wusste ich ja, relativ klein angefangen, also klein im Sinn von bei den Kleinen auch, also auch bei den Jungen und andere wiederum, wie Marian Petkovic, Petkovic, ja, ja. kam ja relativ spät, in Anführungszeichen, im Vergleich zu Dennis Neudam jetzt. Das kann's ja, das sind ja zwei, aber wie du sagst, es sind dann unterschiedliche Geschichten, die jeder einzelne Torwart schreibt, Torwarttrainer schreibt. Ja, wie sehe denn deine Geschichte aus? Weil ab morgen gibt es aus Gründen keinen Bedarf mehr an Torwarttrainer, keiner braucht mehr Torwarttrainer. Das ist einfach so, Micha. Auf was für einen Ausbildungsplatz bewirbst du dich denn übermorgen? Auf was für einen Ausbildungsplatz? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Axel. Wenn es irgendwann keine Torwarttrainer mehr gibt, dann würde ich, glaube ich, mit meiner Familie auswandern und würde irgendwo am Meer ein Bed and Breakfast eröffnen. Also, wir waren jetzt 2 Wochen in Italien, meine Familie, und ich. Und wir reisen sehr, sehr gerne. Meine Frau und ich sind früher sehr viel gereist. Wir waren auch in Asien, viel in Thailand.
sind gerne am Meer, sind gerne in der Wärme. Und es ist so, ja, vielleicht ein kleiner Traum, eine kleine Spinnerei. Irgendwann, ich weiß nicht, was in 20 Jahren ist, wenn ich über 60 bin, ja, und ich kann keine Bälle mehr aufs Tor schießen. Vielleicht eröffnen wir dann tatsächlich mal so ein kleines Bed and Breakfast mit 4, 5 Zimmern am Meer mit Meerblick. Machen morgens den Gästen das Frühstück, geben ihnen eine coole Empfehlung für eine schöne Bucht, für einen schönen Städtetrip, für einen schönen Ausflug. Das könnte uns wirklich sehr, sehr viel Spaß machen, ne, weil wir immer jetzt, ja, wir haben jetzt so einen Italien-Roadtrip gemacht mit unseren zwei kleinen Kids, hatten, glaube ich, 10 verschiedene Stationen und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Gastgeber. Von Hotels oder Pensionen oder Bed and Breakfasts. Und dort, wo man einfach einen sehr, sehr guten Service kriegt, wo man quasi die Wünsche von den Lippen abgelesen bekommt, da fühlt man sich am wohlsten. Und das können wir uns sehr, sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann mal einfach eine coole Unterkunft anbieten für eine kleine Anzahl von Gästen. Sowas könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wenn irgendwann mal kein Torwarttrainer mehr gebraucht wird, dann Oder wenn du die Nase voll hast oder wie auch immer. Auch das werde ich auf der Hoffenheim-Homepage weiter verfolgen. Wenn es irgendwann so sein sollte, dass irgendwo im Newsfeed was steht, dass du aufhörst als Torwarttrainer, bin ich schon gespannt, wie dein Rührei schmecken wird, wenn ich irgendwann zu dir in irgend so eine Bed and Breakfast Unterkunft komme. Das ist natürlich aber total crazy. Ja, also ich habe jetzt damit gerechnet, dass du irgend so was sagst wie Sportpsychologie oder irgendwie was in die Richtung, aber das ist natürlich, das klingt nach Lebenstraum ein kleines bisschen oder nach schon was richtig Coolem. Das ist natürlich top. Ja, es ist, wir sind jetzt fast durch mit meinen Fragen. Ich sage jetzt aber auch noch nicht Danke, soweit sind wir noch nicht, denn ich habe noch eine Kurzfragerunde, eine Schnellfragerunde für dich. Es ist nicht geplant gewesen, du weißt davon nichts. Ja, du musst auch nur mit einem Wort antworten. Es sind drei Fragen. Die Frage ist einfach nur, bist du bereit? Können wir loslegen? ich bin bereit. Okay. Ein guter Schluck Wein, rot oder weiß? Rot. Ein kleines Laster, eher Chips oder eher Gummibärchen? Haribo Gummibärchen, definitiv. Gummibärchen, okay. Jetzt ist es so, jetzt spielst du gegen dein Torwartteam bei der TSG Hoffenheim, spielst du ein Turnier raus, wirst herausgefordert im Lattenschießen und im Fußballtennis. Es geht um eine Kiste guten Wein und um eine Box Haribo Gummibärchen. Jeder gegen jeden. Wer gewinnt denn dieses Turnier? Im Fußballtennis gewinnen leider die Jungs, aber im Lattenschießen glaube ich, dass ich da die Nase vorn habe. Also auf den Gesamtsieg machst du dir schon ein bisschen Hoffnung, okay. Ich mache mir auf jeden Fall, wenn es um eine gute Flasche Wein geht, dann werde ich das gewinnen. Okay, ich habe jetzt zwei Befürchtungen. Erstens, die Jungs werden dich nicht fragen, ob sie was rausspielen wollen. Das ist das eine. Das zweite ist, vielleicht gewinnst du ja doch nicht. Deswegen mache ich dir den Vorschlag, dreh dich einfach mal rum an das Regal, das hinter dir steht. Da ist irgendwo ein kleines Päckchen drin. Das ist Hinter gerade mir kein im Spaß. Regal. Es ist schon kein Spaß, er kann sich schon rumdrehen. In irgendeiner Schublade ist ein Päckchen drin. Absender bitte nicht vorlesen, Datenschutz. Da ist tatsächlich ein Paket. Jetzt kannst du das Paket mal aufmachen. Oh. Das ist quasi der Trostpreis. Der Trostpreis dafür, dass du höchstwahrscheinlich keine Gummibärchen und kein Rotwein bei der TSG bekommen wirst von deinen Jungs. Aber das war irgendwie abgesprochen, oder? Ja, wie? Was heißt, es war Ja, abgesprochen? Rotwein und Gummibärchen. Ja, ich habe halt einen guten Instinkt so scheinbar. Also Ich weiß es nicht nicht. abgesprochen mit mir, sondern abgesprochen mit, keine Ahnung, mit meiner Frau oder Ich weiß. ja, Ja, Chianti. Sehr gut. ich,
Ich muss sagen, ich weiß nicht, was da jetzt richtig und was da falsch ist. Als ich gehört habe, Rotwein, war ich vor einem Riesenfragezeichen gestanden, auf jeden Fall. Stell ihn dir irgendwo in die Schublade rein, du wirst ihn brauchen irgendwann vielleicht. Oder möchtest ihn dir gönnen. Das soll so ein kleines so eine kleine Abrundung sein auf die letzten 10 Fragen, die wir miteinander durchgegangen sind. Und ich bin am Ende, ich bin durch mit meinen Fragen. Zumindest mal. Wir haben ja gleich noch einen offenen Austausch, aber erst bevor wir dazu kommen, vielleicht möchtest du noch irgendwie, hast du noch was, bevor wir das Interview an sich jetzt beenden? Ja, erstmal vielen Dank, Axel, für den Rotwein und die Gummibärchen. Das war sehr treffend. Was Wichtigste? Okay, gut. Nein, nein, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.